Baggerfahrer Bodo hat wieder ein Zehner raus. Bin immer da. Auch und auch nicht. Verstehe ich nicht. Aber was ich verstehe, ist Geld. Dankeschön für die 10 Euro. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank für deinen Support, auch schon damals. Ja, Mann, Digga, du hast ja auch schon mal 10.000 Bits gespendet. Du hast diesen 10.000 Bits Emote. Oder sind das noch mehr? Sind das mehr als 10.000? Oder wann bekommt man den Emote? Ich habe keinen Plan davon. Willst du mir mal auf Twitter sagen, was du willst? Das ist das nächste Problem. Ich bin in der Hinsicht absolut unkreativ. Also es wird schon Grund haben, warum ich das hier als Overlay habe, was 150.000 Mal runtergeladen wurde. Bist du geldgeil? Ich glaube, jeder Mensch ist in gewisser Hinsicht geldgeil. Aber kommt er immer auf die... das ist schwierig gesagt. Jeder Mensch... Das ist ja wie Ranzrater hat das mal gut gesagt. Jeder ist geldgeil, weil Geld ist geil. Und das ist ja an sich auch wahr. Es kommt immer darauf an, inwiefern man sich für Geld verkauft. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, dass ich es nicht geil finde, dass mir jemand 10 Euro spendet. Weil mit 10 Euro kann man essen gehen, mit 10 Euro kann man sich was zu essen kaufen, man kann sich was zu trinken. Man kriegt durch die Spende, die jemand aus dem Internet gibt, hat er einen damit eine bestimmte finanzielle Freiheit gegeben, einer Tätigkeit nachzugehen. Und natürlich ist Geld geil. Es ist so, also es funktioniert in dem System nicht. Ich bin ja kein Urmensch, der irgendwo von 3 Stöckern und 2 Holzblättern lebt, sondern ich lebe ja genau wie ihr auch von Geld. So, aber ich würde mich halt für Geld nicht verkaufen. Ich finde es schön, wenn mir hier Leute Geld spenden. Ich finde das cool. Dafür bin ich auch sehr dankbar, aber ich würde jetzt halt nicht hier Raid Legends Shadow. Also mit sowas würde ich niemals kommen. Alleine schon, weil es so memehaftig ist und man einfach genau weiß, was dahinter steckt. Ich weiß, wenn ich es spielen würde und es mir gefallen würde, aber das würde nicht passieren, weil ich keine Handyspiele mehr spiele. Aber wisst ihr, was ich meine? Sowas würde ich halt nicht machen. Also ich glaube, das Geldgeilheit an sich, also der Begriff an sich, der ist ja nicht schlimm. So, es kommt halt nur drauf an, wie man damit umgeht. Ob man jetzt alles macht, um an Geld zu kommen, oder ob man einfach seiner Sache nachgeht. So, deswegen, Geld ist nicht geil, nur notwendig. Ja, aber das erleichtert einem das Leben unglaublich. Alter, Chris, danke schon für die 30 Euro nochmal. Wisst ihr, das meine ich. Das ist schön, diese Spende zu bekommen. Und niemand auf der Welt kann mir sagen, dass er das nicht schön findet, so viel Geld einfach zu bekommen. Das ist ein schönes Gefühl. Und man kann damit erst mal 30 Euro. Digga, davon kann ich zweimal einkaufen gehen. Davon kann ich, wenn ich es ernst meine und nicht immer hier teures Essen bestelle, kann ich davon... fast eine Woche leben, wisst ihr, was ich meine? Und das spendet mir einfach jemand. Man kann mir doch nicht, man muss halt, aber diese Begrifflichkeit, dieses Geldgeil, das ist, glaube ich, auch zu verformt, gerade durch so Influencer und sowas, die alles annehmen. Es gibt halt diese schlechte Geldgeilheit und es gibt die normale. Wir leben halt alle irgendwie im selben System. Wir leben alle im selben Wirtschaftssystem, das halt nur mal darauf aufbaut, dass eine bestimmte Währung halt Zahlungsmittel sind. So, wenn ich hier einen Euro in der Hand habe, dann weiß ich, dass ich davon 3 Brötchen bekomme. Gut, irgendwann nur noch 2 und irgendwann nur noch mal 1, aber ihr wisst, was ich meine. So, jeder wächst da rein. Und solange du kein Urmensch bist, der irgendwo in der Höhle wohnt und nur 1,20 Miete zahlt, wird das auch weiterhin so bleiben. Geldgeil bist du echt nicht. Na, aber ich mag Geld. Aber geldgeil bin ich. Ich würde nicht alles dafür tun. Ja, Junge, Leute, ihr glaubt nicht. Ich bin Real Talk der schlechteste Geschäftsmann, den es gibt. Ich habe schon so viel Werbung für Dinge gemacht, wofür andere 5-stellige Beträge bekommen haben. Und ich habe, weißt du, und damit verscherzt man sich das ja auch. Wenn ich wie so ein Idiot hier Kinderbrain oder so in die Kamera zeige, dann glaubst du doch wohl selbst nicht, dass die auf mich zukommen und irgendein Placement mit mir machen wollen, wenn die sehen, dass ich eine Dumpfbacke bin, die das kostenlos macht. Junge! Alter! Emily Erdbeeren! Junge, haut die in Fuffi raus! Das meine ich, Alter! Emily, vielen Dank! Vielen Dank für 50 Euro und ich hoffe, dass du diesen Betrag nicht später bereust, wenn der Stream aus ist und du auf dein Konto guckst und dir denkst, Digga, der ist offline und ich habe gar nichts davon. Dankeschön für diesen riesen Support, Emily. Vielen Dank für die Unterstützung.